geflohen. Aber bevor wir darüber genauer sprechen, die Frage, Nassar, wie kann man deiner Meinung nach, wie kann Integration eigentlich am besten gelingen? Ich glaube, ganz wichtig ist einmal, dass man sich als jemand, der die Staatsbürgerschaft besitzt in Österreich, auch als Österreicher sieht und das auch als seine Heimat sieht. Da mache ich auch vielen ausländischen Eltern einen Vorwurf, dass sogar die Eltern dem Kind sagen, du wirst nie ein Österreicher sein. Deine Heimat ist nicht hier, obwohl diese Kinder teilweise hier geboren sind. Also ich verstehe es teilweise, dass es schwer ist, sich als Österreicher zu fühlen, wenn du immer wieder auch von Polizisten bei Kontrollen dann hörst, du wirst nie ein Österreicher sein. Ja, das hört man. Habe ich oft schon gehört. Ja. Also als wenn ich Ausweis kontrolliere. Ich erinnere mich noch an unseren Brotofen. Er war aus gebranntem Ton. Darin buk unsere Mutter einmal die Woche Brot. Das schmeckte nach einer Woche immer noch so gut wie am ersten Tag. Wir bauten Weizen und Roggen an und brachten die Ernte zu einer der Windmühlen. Und dort mahlten sie uns das Mehl. Wir Kinder mussten es dann sieden. Wir hatten auch Ziegen, Schafe und Hühner. Wenn Eier... Das geht nicht. Wie würden Sie denn den Herrn Martin bewerten? Das ist so eine unfaire Frage. Ich meine, da schon, auch ist er das schon ausgelaufen. Also, er fällt unter den weiten Begriff noch von normal. Also, er fällt sich unter den Begriff normal. Sie, dafür kriegen Sie jetzt gleich einen Gruß aus der Küche. Ich mache nichts. Ich habe ja selbst so meine Erfahrungen mit diesen Hutgeschichten. Ich habe mal Jus studiert und war dann beim Gerichtsjahr und war ganz aufgeregt, wie es den ersten großen Strafprozess gegeben hat. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh, oh, oh. Kiss me before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Und halte Ausschau nach den Höhen, in denen sie brüten. Fangen und brüten will ich sie heute nicht mehr. Alten Wert und Pertenenz wieder. Miguel Costa lebt oberhalb der Felsküste auf dem Hochplateau La Nola. Es ist die einzige Erhebung auf der ansonsten flachen Insel. Dort steht ein Leuchtturm und es gibt ein Dorf mit Grundschule, ein paar Restaurants und Geschäften. Rund 700 Menschen leben auf La Nola. Wunsch, Bücher anzuschaffen, aber der hat ja auch Bücher zum korrekten Wickeln von Säuglingen gestohlen, ohne einen Säugling zu haben, oder zum korrekten Häkeln von Tischdeckern oder Stricken von Bettsocken. Und nichts davon hat er wirklich gebraucht. Was macht man mit so einem dann eigentlich? Was geben Sie dafür Gutachten? Sagt man, naja, als Uniprofessor ist er haltbar, da macht er eh was anderes, aber privat ist er vielleicht ein bisschen gefährlich, oder? Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. My own true love to me, if the ship I sing does ever so bring my own. Bezüglich unseres heutigen Lösungswortes können Sie auch im Leben dieses Komponisten ein einschneidendes, existenzielles Erlebnis finden. I will not need my eyes to rest.
richtig. In Rheinland-Pfalz. FM4. It's 9:30. Now here's Martin Balder with the FM4 News. Der Ausbruch des Vulkans am Tag in Japan hat vermutlich minus 30 Todesopfer gefordert. Die Rettungskräfte der lieblosen Landerin in ihr Gesichtes entdeckt. Sie dürften an Gasen und Asche erstickt sein. Eine bis zu 20. Prognose von 1,8% liegen. Das schlechte Verhältnis zu Russland dämpfe das Investitionsklima spürbar. Die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik bleibe aber im europäischen Vergleich weiter ausgesprochen gut, so Gabriel. Im Herbst wird das Kabinett eine neue Wachstumsprognose vorlegen. Es ist schon wieder eine Minute nach 9:30 an diesem Sonntagvormittag. Auf Antenne Bayern gibt es das Bayernwetter immer zuerst. Und dann schauen wir mal ganz kurz nach Neu-Ulm. Dicker Nebel, ja, die Donau lässt grüßen. Über Nürnberg dafür. Ja, da scheint die Sonne, die ersten sitzen schon beim Frühstück draußen und lassen sich diese warme Herbstsonne ins Gesicht scheinen. Es ist also ein bisschen zweigeteilt heute Morgen. Überall, wo Wasser ist, wo Flüsse sind und Seen, da gibt es noch dicken